Hallöchen meine Lieben, willkommen bei Panito Gaming und einer neuen App, und zwar Labs World 3. Es gibt Labs World 1 und 2 und so wie ich das gelesen habe, kommen die auch sehr gut an, die haben sehr, sehr gute Bewertung. Und wir starten dann, dachte ich mir, wenn ich schon spiele, dann starten wir natürlich mit der neuesten Version. Das ist meiner Meinung nach Labs World 3. Jetzt wird uns hier direkt mal eine Werbung aufgehalst. Ja, was ist das denn, Freunde? Da werde ich ja schon wieder anders, siehste? Das Einzige, was mich an Spielen enorm stört, ist, wenn es ständig Werbung hat. Ich hoffe, das hält sich jetzt in Grenzen, sage ich mal. Sollten noch mehr Werbungen kommen, dann schneide ich das auf jeden Fall für euch weg. Jetzt an dieser Stelle will ich einfach mal nur sagen, Werbung nervt einfach nur tierisch. Okay, so, da wollen wir mal. Weg jetzt. Leprechaun Village. Wir sind also eine Trolle. Okay, jetzt kommt hier erstmal eine kleine Geschichte, oder wie? Nicht Trolle, was ist das? Leprechaun. Also so eine Zwerge-Dingsbums. Weiß ich auch nicht so genau. Leprechaun ist, glaube ich, ein Eigenwort. Ich weiß es nicht. Okay. So, sie wurden also gefangen. Wow. Sie wurde entführt. Okay. Es wurde also ein Leprechaun entführt. Und ich schätze mal, wir müssen sie wiederfinden. Joa, dann starten wir doch mal bei der 1, nicht wahr? Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, Leute. Ich weiß nur, es ist ein Jump-and-Run-Spiel. Mehr weiß ich nicht. Na dann. Use the navigation buttons to move left and right. Okay. Hold the jump button down for higher jumps. Okay. Shoot at enemies or rocks with pine cones. Okay, das Spiel ist auf Englisch, aber hey, ist nicht weiter wild. So. Ah, ich verstehe. Okay. Okay. So, hier müssen wir also jetzt quasi Münzen sammeln, unter anderem. Können wir mal? Geht das so? Ja. Okay, so Münzen sammeln, boom. Und hier können wir jetzt gegenspringen, genau. Das erinnert ein bisschen an Mario, ne? Wenn ihr das kennt, Super Mario World und so. Ah, jetzt komme ich da nicht hoch, oder wie? Doch. Weil den hier oben wollen wir natürlich auch haben. Bup, 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 nein. Bup, bup. Oh, Magnet, okay. Komm mal her. Ah, der saugt die Münzen. Also jetzt springen wir mal auf den Kollegen hier drauf. Jawohl. Dann ist er K.O. Easy. Easy. Ach, guck mal, der Magnet ist klasse. Oh, eine Schnecke, würde ich sagen. Der Magnet ist klasse, der saugt die ganzen Münzen an. Okay, jetzt nicht mehr, schade. So, pass auf, die... Ah, genau, dachte ich mir. Die können wir so besiegen, indem wir von unten dagegen springen. Oh, da war gerade ein Kleeblatt. Oh, hier ist ein Schatz, okay. Wahrscheinlich gilt es immer, irgendwie einen Schatz zu finden. In der Runde. Double Jump, okay. Ja, wie denn? Jump, Jump, ah. Okay, oh, wir haben ein paar vergessen. Nein! Jawohl. Hoppa, da kommt so ein Kollege an. Ja, ist schon lustig, finde ich. Das ist, wie gesagt, das erinnert mich sehr an Super Mario. Aber Mario ist ja auch grandios. Nicht zu Unrecht. Eines der geilsten Spiele, die es je gab. Und von daher kann es ruhig gerne an Mario erinnern. Sag ich mal. So, jetzt gehen wir natürlich noch unten lang. Hier ist noch mehr. Achso, stopp. Genau, das will ich. Bam. Was haben wir denn da? Zeit? Zeit, okay. Ach, hier geht's auch nach Zeit? Stopp, eine Münze. Ah! Die Frage ist noch, wofür sind die Münzen gut? Das müssen wir noch rausfinden. Oh, aber bislang macht das Spiel auf jeden Fall Spaß. Also, könnt ihr euch einfach runterladen, Freunde. Ist umsonst. Kann man hier rein? Oh, oh, da kommt was. Okay. Achso, warte mal, ich kann hier irgendwas schießen noch. Oh! Freunde, das haben wir noch gar nicht gemacht. Man kann ja auch schießen. Was haben wir denn hier drin? Springschuhe? Oh ja, oh ja. Okay, wir haben Federschuhe. Boing. Alles klar, wir haben Federschuhe. Hier ist ein Vogel, den werden wir gleich mal abspringen. Ah, hier ist der Checkpoint, genau. Erinnert auch wieder Mario. Hier haben wir so ein Ding, ich weiß nicht, wofür die gut sind. Ich glaube, es ist mein Leben oder so, kann es sein? Meine Lebenspunkte? Die Kleeblätter? Okay, Münzen. Ah, ah. Komm hoch. Ah, nein. Komm schon. Jetzt haben wir es. Oh, hier eine Spinne. Okay. Sie hat einen Sack Gold. Jetzt springen wir auf den Vogel hier. Bup. Okay, hier müssen wir aufpassen. Hier kommt irgendwas raus aus dem Rohr. Vorsicht, Spinne. Und jetzt hier hoch. Jawohl, das läuft. Okay, Leute, ich glaube, wir haben das Level fast. Cannon Shots Lab Out.
Cannon Shoot Lap Out. Okay. Wir können uns selbst wegschießen mit der Kanone. Ulala, okay, haben wir das auch gesehen? Ein Frosch. Weg mit dir. Wow. Hat der gerade geschossen hier? Nee. Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Wir könnten mal schießen. Wir mussten noch nie schießen. Aber ja, hat sich einfach auch noch nicht angeboten, ne? Wir haben prinzipiell noch die Chance zu schießen mit diesen Dingern. Aber das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Weiter, wo geht's weiter? Hier. Bitte keine Werbung. Weiter, ja. Bitte keine Werbung. Okay, keine Werbung, sehr gut. Sehr gut. So, jetzt muss ich mich mal kurz anders ausrichten, so. Oder? Sorry. So, okay, los geht's, Leute. Zweites Level, könnte schon schwerer werden. Oh, okay, die kann ich nicht zerstören, die Steine. Das heißt, ah, Mann, ich muss die hier oben besiegen, die Kollegen. Oh, nein, jetzt hat er mich getroffen mit seinem blöden Stachel da. Oh, diese... Oh, nein! Oh, Leute, Mist, Mist, Mist. Die darf ich generell nicht treffen. Okay, die haben generell Stacheln. Ich darf die gar nicht berühren. So sieht's aus. Ja gut, da wissen wir das jetzt auch, ne? Die könnte ich zum Beispiel abschießen, schätze ich mal. Mit meinem Tanzzapfen da. Das könnte gehen. Oh Gott. Hau ab. Hau ab da jetzt. Schnell dann vorbei. Ah, komm, lass ich die Münze jetzt liegen. Was soll's. Aber wir könnten die... Ja, komm. Wir könnten sie halt abschießen. Wir können mal versuchen, die Spinne abzuschießen. So, wenn die... Na gut, jetzt ist sie weg. Aber wir schießen gleich mal was ab, Leute. Ich bin ja... Ich will's ja auch, wisst ihr? Wenn sie es anbietet, schießen wir jetzt mal was ab. Hier, den brauchen wir nicht. Da können wir einfach drauf hüpfen. Okay, joch. Ah. Jawohl, zwei neue Keen Apple zum Schießen. Hier ist was Schönes drin. Mal gucken, was. Magnet, jawohl, das ist gut. Das ist gut. Magnet ist gut. Oh, was haben wir hier? Vögel. Wir haben Vögel entsandt, Leute. Wofür auch immer. Oh, jetzt schießen wir die Schnecke ab. Bam. Cool. Okay, läuft. Was ist los mit dir, Schnecke? Du bist ja immer noch da. Aha. Oh, jetzt komm hoch hier, mein Schöner. Ah, Mann. Komm schon, Lab. Den kann man abschießen, hier. Genau, den kann man abschießen, den sollte man sogar abschießen. Den kriegen wir anders nicht. Was ist denn mit diesen Vögeln los? Oh, wir können sogar Steine abschießen. Ah. Bam, bam, bam. Okay, das ist ja die Mega-Waffe. Hoppa. Ich musste aber nochmal hoch, so ist nicht. Und zwar von hier aus. Nein. Komm schon, das schaffst du. Nein. Fast. Schaffen wir es? Okay, ich glaube, das wird nichts. Doch, doch. Leute, doch. Okay, zack. Jetzt holen wir uns den ganzen coolen Sachen hier. Ah, okay, das war's jetzt aber. Auch hier oben. Ja. Okay, weiter geht's. Okay, weg jetzt hier, Stein. So. So easy. Einfach mal abschießen. Schnecke. Oh, Schnecke ist runtergefallen. Sowas. Tja, da kann ich nichts für. Weiter geht's. Oder geht's hier unten noch lang? Nee, nee. Das sieht nur so aus. Das war der Checkpoint. Okay. Mist. Oh, jetzt nicht nochmal. Ach. Wir waren ja gerade am Checkpoint, ne? Okay, Leute. Das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Machen wir weiter im nächsten Part, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da. Schreibt mir einen Kommentar. Abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Freunde. Und ciao. Hallöchen, Leute. Willkommen bei Padino Gaming. Und zurück zu Labs World Part 2. Weiter geht's. Wir waren im letzten Mal, dummerweise könnte man sagen, sind wir am Checkpoint hier leider gestorben. Jetzt müssten wir im Prinzip, oh Gott, hier ist ja alles wieder da. Hier waren wir schon, hier ist alles wieder da. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Haben wir jetzt die Sachen von vorher schon? Oder sammeln wir quasi gerade doppelt ein? Dann würde sich das sogar lohnen zu sterben. Aber ich schätze mal nicht. Ja, komm. Wir könnten das überprüfen. Ich habe 20 Keen Apple. Wenn wir jetzt sterben sollten, müssten die halt weg sein. Okay, hier können wir irgendwelche Tauben einsammeln. Ich weiß nicht genau warum. Aber es geht. 5 Stück. Reicht es jetzt? Ich glaube, wir haben jetzt erstmal... Ah, okay, da ist der zweite Sack. Sack. Der zweite Goldsack, meine ich. Wow. Ah, hier kommt ein... Viech, so. Oh, das sind Schuhe. Oh, meine. Aha. Komm hoch. Nein. Komm hoch.
gibt's doch nicht. Na, sag mal. Achso, ah, wir haben ja einen Doppelsprung, fällt mir gerade auf. Okay, so, jetzt haben wir's. Jawohl, ah, so kommen wir da hoch, Leute. Mit dem Doppelsprung. Und rechts oben sehen wir unsere Sachen, die wir sammeln können. Jetzt zum Beispiel, also, oder auch müssen wir zum Beispiel noch einen Goldsack. Oder ein, Mensch, wie heißt denn das man das hier? So ein Eimer da. So ein, wie heißt denn das? Nicht Truhe. Also ein Goldsack, ihr wisst schon, was ich meine. Noch einen auf jeden Fall brauchen wir. Oh, haha, ja, haben wir mal ganz knallhart abgeschossen. Das gleiche machen wir jetzt mit, obwohl, müssen wir eigentlich nicht. Wir müssen nur, gib mir mal ein Stück Gold, so. Wir müssen nur hier hoch. Jawohl, nice. Okay, hier geht's weiter. Eine Uhr. Ich weiß nicht, wofür eine Uhr gut ist. Ah! Komm schon. Schnecke! Schnecke weg. Weiter geht's. Ist wieder. Ah, das ist der letzte Goldsack. Boom. Okay, dann müsst. Oh, da kommt irgendwas runter. Vorsicht. Jetzt müssten wir eigentlich gleich durch sein, glaube ich. Oh, der sieht gefährlich aus da unten. Dem mache ich lieber keine Faxen. Jawohl. Boom. Ziel. Nein. Jawohl, alle drei gesammelt. Das ist immer das Ziel. Bum, bum, bum. Alles klar. Weiter geht's, Leute. Geht's weiter? Ja. dritte Welt. Dritte Welt. Es geht nach links und nach rechts. Okay. Interessant. So, es gibt direkt erstmal Zeit. Ach, ach, Leute, jetzt bin ich doof, ey. Jetzt sehe ich erst, dass da Zeit abläuft. Oh, hey. Wir haben tatsächlich ein Zeitlimit. Das sehe ich jetzt erst. Glaubt man das? Okay, dafür sammelt man die Uhren ein. Weil es ein Zeitlimit gibt. Ja gut, gut zu wissen. So, warte mal, wie kommen wir denn hier runter? Ah. Ah, wie habe ich das gemacht? Warte mal. Ach, einfach nur springen. Ah, okay. Ah ja, einfach nur springen. So, der sieht gefährlich aus. Den schießen wir mal ab. Wenigstens das funktioniert. Ich weiß zwar nicht, wie gefährlich er tatsächlich wäre, aber ich will mal kein Risiko eingehen. Wow. Oh. Kommt mir eine Schnecke entgegengerollt. Wir haben 19 so eine Keen-Apple noch. Wir könnten im Prinzip viel mehr abschießen. Geht das auch im Flug? Ja. Oh, cool. Wo ist aber denn hier ein... Oh. Was war das? Wir haben irgendein Gewicht eingesammelt. Da kam alles runter hier. Ja, sehr gut. Aber... Oh, Mann. Hier ist noch ein Keen-Apple. So, haben wir das Ding. Hier ist eine Info. Okay. Break blocks with pine cones. Ja, das haben wir schon rausbekommen. Genau, wir können... mit den Dingern hier, mit den Keen-Äppeln, können wir hier Steine zerschießen. Zack, zack. So kommen wir dann auch an Stellen, wo wir normalerweise nicht rankommen würden. Wir haben ein von drei Säcken in diesem Level. Hier gibt's was. Ah, okay, die Vögel. Ich schätze mal, die müssen wir jetzt einsammeln. 1, 2, 3, 4, nee, 3, 4, 5. Das gibt irgendwas extra. Ich weiß nicht was. Oh, wow, wow, wow. Ah, Schnecke. Kam gerade irgendwas raus. Ich weiß nicht genau, was es extra gibt. Vielleicht einfach nur Punkte Gold oder so, aber hat geklappt. Bam, Schnecke. Genau, oh, wir haben anscheinend wieder mal... Das ist das cool hier. Pass auf, jetzt kommt gleich wieder runter. Ach so, das bedeutet, dass alles, was... Oh, jetzt bin ich da reingelaufen. Das bedeutet, dass alles, was in der Nähe ist, an Gold und Keen-Äppeln, dann runterfällt. Oh, Sprungschuhe. Ja, cool. Nehme ich. Nein! Ah! Okay, ich brauche Leben, Leute. Wir haben nur noch ein Leben. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Wir haben nur noch ein Kleeblatt von drei. Sieh mal links oben. Das. Oh, geschafft. Oh, zum Glück. Noch ein Kleeblatt gehabt. Was ist los hier? Oh, jetzt kommt eine Werbung, Leute. Okay, ich schneide euch raus. Bis gleich. Und da sind wir wieder. So, wir haben alle drei Goldsäcke eingesammelt. Oder, Mensch, wie heißt denn man das? Kessel. Kessel, oder? Es ist ein Kessel. Goldkessel. So, das merke ich mir jetzt. Goldkessel. Wenn ich wieder Goldsäcke sagen sollte, nehmt's mir nicht krumm. Okay. Level 4. Oh, hier ist direkt ein Rabe. Okay, wie gehen wir mit diesem Raben um? Wir müssen hier hin. Bumm. Ah. Oh, wir haben getroffen, okay. Oh, hier fällt... Oh, ach so, wir haben immer nur noch ein Goldding. Okay, da kann man nicht mehr ran. Ah, da komme ich nicht mehr ran. Mist, da habe ich das zu früh kaputt gemacht. Oh, jetzt auch noch mit Schwimmen hier, okay. Ah, hier sind die Vögel. Alles klar, 1, 2, 3, 4, 5.
Ich glaube, die geben echt einfach nur mehr Gold. Und Schild? Was haben wir denn jetzt? Sind wir gerade unverwundbar oder so? Ich glaube, wir haben gerade so ein Unverwundbar-Schild oder sowas ähnliches. Es war so ein Schild mit den Herzen. Warte mal, wie kommen wir denn da unten rein? Hä? Da unten sind Sachen? Wie komme ich denn da hin? Ich schieße jetzt mal hier die Biene ab. Spinnen, oh, ganz schön viele Gegner hier jetzt gerade inzwischen. Ah, das brauche ich. Nein. Oh, ich habe mich da gerade voll an der Wand gehalten einfach. Ui, oh lala. Zack, Spinne abgeschossen. Aber schaut mal, unter mir im Wasser, da sind ein Haufen Sachen, da will ich hin. Und hier muss ich auch hoch. Oh nee, sag mir nicht, ich komme da nicht mehr hoch. Doch. Hier komme ich lang. So. Und hier haben wir den ersten Kessel für dieses Level. Ach Gott, Haare im Auge. So. Ah, nee, immer noch. Naja, geht schon. Okay, hier haben wir den ersten Kessel. Nee. Wie kommen wir denn da runter, bitte? Hier nicht. What? Leute? Wie kommen wir da runter? Selbst hier, wenn ich die da zerschieße, geht's nicht weiter. Hä? Ich kann es mal probieren. Ich gehe jetzt hier mal runter. Ich kann die jetzt zerschießen. So. Oh, jetzt kommt hier so ein böser Fisch. So, aber jetzt geht's hier halt auch nicht weiter. Hä? Hoch da jetzt. Hey, wie komme ich denn mal da unten hin? Oh, die Spinne. Leute, schaut mal, da unten ist alles voll, aber... Wie komme ich jetzt da hin, mal ehrlich? Ich weiß es nicht. Das gibt's ja nicht. Das ist alles voll. Und ich habe keine Ahnung. Na gut, dann mache ich jetzt erstmal weiter, ne? Vielleicht gibt es noch ein Geheimnis, was ich noch nicht kenne. Ja, wir machen das mal weiter. Zweiter Goldsack. Gold. Nicht Sack. Gold. Kessel. Goldkessel. So. So, hier holen wir mal die Spinne. Nicht Schlange, Mensch. Wer ist denn? Schnecke. Holen wir mal die Schnecke runter. So. Checkpoint. Und das ist ein guter Ausstieg aus diesem Part. Das war's. Wir machen weiter im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst mir doch einen Daumen da. Schreibt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut und ciao. Hallöche Leute, willkommen bei Ponydo Gaming. Und zurück in Labs World. Wir sind in, wo waren wir denn, Mann? In der vierten Welt. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wir sind in der vierten Welt. Und, weiter geht's. So, hier kommt direkt meine... Oh, was ist los? Oh, time is up. Oh mein Gott, Leute. Was ist denn jetzt hier los? Oh komm, ich hole dich gleich wieder dazu. So, hier sind wir. Keine Ahnung, was los war. Okay, meine Zeit ist abgelaufen. Okay, das ist jetzt eine Sache, wo ich so gar nicht drauf geachtet habe. Muss ich tun, anscheinend. Wir haben noch 170 Sekunden. So, jetzt natürlich, ja, jetzt reizt es mich natürlich, hier wieder alles einzusammeln, ne? Hier alle Sachen einsammeln. Okay, das hilft natürlich schon mal. Aber, ich meine, wir sind jetzt am Checkpoint in der Mitte. Von daher haben wir im Grunde schon die Zeit, das zu tun. Und ich sag mal, das sind schon einige coole Sachen, ne? So ein paar Münzen kann man sich schon mal mitnehmen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wofür die überhaupt gut sind, aber das sei erstmal dahingestellt. Es gibt sie im Spiel, so wie sie haben. Oh, Schnecke, boom. Nicht mit mir, Schnecke. 135 Sekunden, okay, jetzt halte ich immer mal ein Auge darauf. Okay, das nehmen wir mit, jawohl. Böser Fisch, der sieht zumindest böse aus. Vier Dinger. Okay, ich sehe gerade, die Keen Apple gehen gar nicht über 20. Okay, dann lohnt es sich nicht, diese einzusammeln, wenn wir... Na, ich will diesen Vogel da abschießen. Ah, jawohl. Lohnt sich gar nicht einzusammeln, wenn wir 20 haben. Gut zu wissen, gut zu wissen. Oh, die sieht auch fies aus. Bleib mal lieber da, wo du bist, Fisch. So, jetzt ist es hier... Ah, da ist ein Topf Gold. Okay, boom. Das war der dritte, Leute. So, wir sind fähig, wir sind bereit, wollte ich sagen, nicht fähig. Mal gucken, ob ich fähig bin, aber wir sind bereit, das Level abzuschließen. Wir haben alle Sachen, die wir wollten, die wir brauchten, die wir sollten. Machen wir noch so ein Käferblatt. Nehmen wir hier noch so ein bisschen was mit. Wow, komm. Hat die mich getroffen? Blöde Schnecke, ey. Na gut, da ist das Ziel, Leute. Boom. Nein, later. Jawohl. Alles getroffen. Bisschen Zeitbonus, aber ja, ich meine gut, wir haben das Level neu gestartet, weil ich verloren habe. Kann man jetzt nicht so... Okay, boom, Level 5. Geht direkt ohne Umschweife weiter. Und wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, also ich.
ein bisschen beeilen, Leute. Boom. Jetzt hier nicht die Zeit aus dem Augen verlieren. Ich beeile mich jetzt tatsächlich einfach mal ein bisschen. Das wäre ja gelacht. Ich meine, die Zeit ist vom... Die Zeit ist wahrscheinlich schon so angesetzt, dass man das relativ easy schaffen kann. Ah, wir haben wieder 20. Okay, wir brauchen keine Kinäpfel gerade sammeln. Insofern wir keine verschießen. Da wir alle haben... So, die... Mist, hier wollte ich es gerade mal abschießen. Ah, ich habe die Hintere getroffen. Genau, alles klar. Diesen komischen Käfer nehmen wir auch weg. Sieht zu gefährlich aus. Frosch, boom, im Flug erwischt. Haha. Und die Schnecke direkt noch hinterher. Wahnsinn, Wahnsinn. So, jetzt lohnt sich auch die Dinger hier einzusammeln. Schnecke. Oh, falsche Richtung. So. Wisst ihr was? Wir schießen einfach mal öfter, Freunde. Das macht Spaß. Und offensichtlich lohnt sich's nicht. Walljump. Ah, okay. Offensichtlich lohnt sich's nicht, die zu sparen. Okay, guckt euch das mal an. Was für eine coole Mechanik. Ein Walljump. Hier, die müssen wir zerschießen. Die auch. Denn hier gibt es unseren zweiten Topf. Gold. Topf, wohlgemerkt. Oder, nee, Kessel war das ja. Aber Topf geht auch. Oh, 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 okay. Oh, Schlüssel. Na, gucke doch. 1 von 10. Aha, wir haben eine neue Aufgabe, Leute. Schlüssel finden. Okay, 1 von 10. Alles klar. Was wir bräuchten, naja, nicht dringend, aber was wir bräuchten, wäre noch ein Herz. Also sprich ein Leben, ein, na, wie heißt es denn? Ein Glücks, ein Kleeblatt, genau, ein Kleeblatt wollte ich sagen. Geht's da oben lang? Nee. Okay, dann schießen wir mal die Spinne ab. So, wir gehen erstmal hier drauf. Oh, jetzt ist sie weg. Na komm, dann machen wir weiter. Ich brauche sie ja nicht abschießen, wenn sie mich nicht stört, wa? Diese blauen Viecher hier, die müssen wir allerdings abschießen. Die können wir nicht besiegen. Und da unten sind schon wieder Sachen, wo ich gerade nicht sehe, wie ich da rankomme. Ich habe die Schnecke angerollt. So, und jetzt gehen wir mal los hier. Ah, ich sehe heute, das müssen wir gleich hier noch abschießen. Das sehe ich gerade schon. So, hier haben wir erstmal einen zweiten Topf. Okay. Oh, Vorsicht. Blauer Käfer. Bam. So. Okay, Leute, wir haben nur noch 40 Sekunden. Ich sehe es. Oh, oh. 40 Sekunden. Das kann doch nichts werden. 40 Sekunden? Wie soll ich denn das jetzt schaffen? Ich habe 1 von 10 Schlüsseln, Leute. In 40 Sekunden? Hallo? Oh, das ist Ziel. Oh. Oh, dann haben wir Glück gehabt, oder was? Dann sind die 1 von 10 Schlüssel nicht in einem Level gemeint, sicherlich. Sondern über alles, in allen Leveln verteilt. Wir brauchen diesen Schlüssel am Ende für irgendwas. Oh, guck mal, links. Wow. Oh, okay. So ein Level. Er läuft automatisch, Freunde. Ich kann nur springen. Und hoffen, dass ich hier durchkomme. So läuft es jetzt. Cool, okay. So, sowas mag ich auch. Ist mal was anderes. Also er läuft voll automatisch. Ah. Oh, nein, 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 nein. Okay, da war ich ein bisschen zu gierig irgendwie. Ja, komm. So eine Level machen mir oft Schwierigkeiten, tatsächlich. Aber das, Leute, das werden wir schaffen, ne? Da habe ich gar keine Zweifel dran. Komm schon. Lauf, kleiner Leprechaun. Zack. Ich kann halt auch schießen, da muss ich dran denken. Ich kann auch schießen, wenn es sein muss. Ja, so. Hier kommen die Vögel. Ja, ja. Ah. Ich habe... Okay. Wir leben noch. Alles gut. Hier ist der zweite Topf. Oh, es ist... Oh. Ah, schieß sie ab. Was ist das? Nein. Oh nein, Leute. Ich musste oben lang. Ah. Okay. Oh, und eine Werbung. Freunde, ich schneide euch gleich wieder dazu. So, da sind wir wieder. Okay, na dann. Haben wir wieder was gelernt, nicht wahr? Muss man auch mal so sehen. In solchen Leveln, solche Level muss man für gewöhnlich öfter machen, weil sie genau solche Stellen enthalten, wo man nicht weiterkommt, was man aber auch einfach noch nicht wissen kann, weil man dort noch nie war. Jetzt weiß ich's. Und ich hoffe, ich mache diesen gleichen Fehler nicht nochmal auf jeden Fall. Mal gucken. Es war schon ein bisschen alles verwirrend da an dieser Stelle, muss ich sagen. Oh nein, jetzt habe ich die eine Taube verpasst. Ah, naja. Ah, gut. Damit kommen wir noch klar. So, wo war jetzt diese Stelle? Ich darf jetzt nicht nochmal... Oh, bin ich schon falsch?
Nein, ich muss hier hoch. Oh, jawohl, okay. Witzigerweise, Freunde, sind die Bienen jetzt weg hinter uns. Was ist das denn? Warum werde ich nicht mehr verfolgt? Ah, wir haben vielleicht einfach schon abgehängt. Das kann sein. Seht ihr, das war nur diese eine Stelle, die uns jetzt hier nochmal das Level gekostet hat. Aber wir wussten es für den nächsten Part. Okay. Boom, weiter geht's. Level 6 schon. Oder 7? 7 schon, okay. Nice. Okay, oh ja, ich hab schon noch Bock, ein bisschen weiter zu spielen, Freunde. Na gut, das war's jetzt mal für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Freunde, und ciao. Hallöchen, Leute, willkommen bei Pandito Gaming und zurück bei Labs World 3. Level 1. Welt 1, Level 7. So. Welt 1, Level 7. Oh. Oh nein, es ist ein Schwimmlevel. Oh Gott, ein Tauchlevel. Ihr glaubt nicht, Freunde, wie sehr ich Tauchlevel verabscheue. In jedem einzelnen Spiel, egal welches. Ich hasse Tauchlevel, echt. Ich kann sie einfach nicht leiden. Sie mögen mich nicht, ich mag sie nicht. Das ist so ein Einverständnis. Wir mögen uns einfach gegenseitig nicht. Boom, Qualle abgeschossen. Ja, und das wird sich auch nie ändern. Ich mag einfach die Tauchlevel nicht. Aber gut, gibt's dummerweise, warum auch immer, sie so beliebt sind, gibt's sie dummerweise wirklich in jedem blöden Spiel. Jedes Mal muss ich mich damit rum... Oh, dieser Fisch! Er nervt mich, den schieße ich jetzt ab. Babam! So, mach dein eigenes Ding, Fisch. Okay, so, Gewicht eingesammelt, alle Dinger, alle Sachen kommen runter. Ich hatte eine blöde Qualle! Blöde Qualle! Bitte, ich möchte dieses Level nicht nochmal machen. Das wäre die Hölle. Ich möchte es bitte beim ersten Mal schaffen. Okay, ah, da unten ist der Pott voll Gold, okay. Schieß nochmal die Qualle ab. Man ist auch so langsam, ne, im Wasser, mein Gott. Jetzt habe ich noch mehr Probleme mit der Zeit. Ah ja, hier, das kann ich gebrauchen, das Ding. So, weiter geht's. Qualle, oh, zu hoch, na gut. Qualle, Qualle, hier oben ist nix. Wir brauchen, hier sind diese Vögel. Okay, das ist jetzt natürlich relativ einfach einzusammeln. 2, 3... 4. Wow, oh, da war eine Qualle. Nicht gesehen. Aber da oben ist auch nichts Interessantes. Da muss ich nicht hin. Da ist der nächste Topf. Den brauche ich. Vorsicht, Fisch. Fisch abschießen. Ah, oh Gott. Da habe ich gerade rüber geguckt. Ich düssel. Okay, ich brauche unbedingt ein Leben. Oh, ein Schild. Okay, das ist auch cool. Ich glaube, jetzt bin ich unverwundbar. Mal rausfinden. Ja, bin ich. Aha. Okay, solange ich jetzt rot leuchte, bin ich unverwundbar. Checkpoint. Oh, das ist schon mal wichtig. Oh, okay. Oh mein Gott, hier geht's nicht weiter. Alles klar. Ah. Aber da oben geht's weiter. Mist, muss doch mal da hoch. Wie es aussieht. Ah. Komm ich da überhaupt hoch? Nee, wie denn, hä? Na, vielleicht später. Vielleicht später. Na gut. Ich glaube, da ist kein Topf voll Gold. Und dann. Geh weg, Fisch, geh weg. Dann ist es auch nicht. Hulala. Wenn er kein Topf voll Gold ist, ist auch nicht so wichtig. Oh Gott, hey, was ist ja los? Ich. Wasserlevel, Leute. Ich bin so aufregend. Ja. Diese blöden Wasserlevel. Okay, Qualle abgeschossen. Hier holen wir uns diese Dinger. Vielleicht ist ein Herz drin. Also ein Kleeblatt, meine ich. Nein, aber Schuhe. Wozu brauche ich jetzt den Schuhe? Im Wasser. Wozu? Gib mir lieber Schwimmflossen, Junge. Bam, bam, bam. Okay, jetzt haben wir mal schön ein paar rausgehauen. So, hier oben. Ist hier oben was? Nein. Ah, nein, ich hab's doch gesehen. Ah. Ach, Mist, Leute. Ich hab's noch gesehen. Blöde Qualle, blöde Schwimmlevel. Aber okay, wir starten immerhin... Oh, war schon wieder knapp. Wir starten immerhin in der Mitte. In der Mitte. Alles gut. Jetzt müssen wir es einfach nur schaffen. Ich will dieses blöde Level loswerden. So, hier nehmen wir wieder die Dinger mit. Genau, hier sind die Schuhe. Okay, jetzt Vorsicht. Ich schieße die jetzt einfach alle ab. Ey, das ist mir egal. Wen ich treffe. So. Oh. Okay, 14. Boom. Nein, das war daneben. Oh, hier. Den Kollegen schießen wir auf jeden Fall ab. Der sieht sehr übel aus. Ah, hier ist der dritte Topf. So, okay. Wir sind bereit, Leute. Wir könnten jetzt... oh ja, das nehme ich gerne mit. Wir könnten jetzt generell das Level beenden und ich wäre auch sehr... Ich würde mich auch nicht beschweren, wenn wir es jetzt einfach beenden könnten, ohne nochmal zu sterben.
Ich würde gerne ja sagen. Ich sehr, sehr gerne tun. So, okay, das machen wir nämlich auch. Wie chillig er läuft, halt im Wasser. Oh, der lässt ja was fallen, der Kugelfisch. Blöde Fische. Dich da, die schieße ich ab. Bäm. Ich glaube, es gibt gar nichts mehr Großes einzusammeln. Eventuell einen Schlüssel? Nee, das war's. Oh. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wie wenig ich Wasserlevel leiden kann, das glaubt ihr gar nicht. Auf jeden Fall alle Kessel gefunden. Grandios. Weiter geht's. Bitte keine Werbung. Bitte keine Werbung. Bitte keine Werbung. Okay. Welt 1, Level 8. Ich bin gespannt, wann wir die erste Welt abschließen. Bäm, Schnecke, komm. Oh, hier gibt's freie Zeit für uns. So, wir haben schon 20. Können wir hier ein bisschen was zerkrachen. Komm, die schieß mal ab. Weil wir was können, Leute. Weil wir einfach... Weil wir es haben, wisst ihr? Wir haben es, dann nehmen wir es auch. So, was gibt's hier Schönes? Blup, nix. Was nehmen wir? Muss ich hier runter? Oh, Sprung ins Ungewisse. Alles gut, alles gut. Komm her, Schnecke, boom. Oh ja. Ah ne, das braucht man nicht. Naja gut, nehmen wir mit. So, bam, bam. Macht schon Spaß, die Dinger abzuschießen, muss man sagen. Ich mach's so selten. Okay, hier erstmal hier hin. Hier gibt's einen Pott. Also einen Topf, meine ich. Dann geht's ab nach unten. Steigen wir mal hier aus. Hm, wo gehen wir hin? Okay, holen wir erstmal die Vögel ab. In alle Richtungen, natürlich. Eins. Immer fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Boom. Und das gibt dann... Oh nein! Extra Punkte. Gibt's hier unten was Spannendes? Nee. Okay, dann machen wir da gar nicht erst weiter, würde ich sagen. Wow, 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 wow. Gibt's hier was? Okay, Schuhe. Ich weiß gar nicht genau, was diese Schuhe machen, um ehrlich zu sein. Schnell. Ach so, ja, lässt mich schneller springen oder höher zumindest. Oh, das ist cool. Magnet ist cool. Guckt euch das an. Einfach nur durchrattern. Und der saugt alles ein. Jawohl. Ich glaube, eine Spinne. Boom. Supi. Spinne ist schon mal weg. Oh! Oh nein, da oben ist der Topf. Ach, Mist, ich muss da hoch. Kommt dieses Ding ja nochmal runter? Oder wie? Oh nee, wenn dieses... Wow. Wenn diese Plattform da jetzt nicht nochmal runterkommt, kriegen wir den Topf nicht, glaube ich. Komm, Spinne. Komm. Oder? Kriegen wir den Topf? Nee. Oder warte mal, kommen wir von hier? Sekunde, das muss ich kurz testen, Leute. Wenn ich da jetzt schon nicht hochkomme. Schade, oh Gott, ich glaube, ich habe das... Oh doch, okay, aber da komme ich nicht hoch. Nee, das schaffen wir nicht. Aber hier, wartet mal, hier, mit dem Ding könnten wir hoch. Ja, oh, oh, ja. Okay, cool. Da haben wir unseren Topf. Das wäre schade gewesen, wenn wir den Topf verpassen. Oh, 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 okay. Okay. Oh, hier geht's weiter, okay. Haben wir da oben jetzt schon alles? Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein komisches Level? Schnecke, hau ab. Da müssen wir nicht unbedingt hin. Hier kommt eine Schnecke angerollt. Lasse machen. Ein Topf fehlt uns noch und wir haben noch 170 Sekunden Zeit. Das klingt erstmal gut eigentlich, würde ich sagen. 170 Sekunden. Okay, hier können wir uns abschießen aus der Kanone. Hui. Hier sind böse Teile. Ich glaube, ich gehe am besten erst gar nicht hin. Lass mal einfach da. Die interessieren mich nicht. Oh, das ist cool. Alles fällt runter. Wow. Weiter, 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 schnell. Gerade alle beschäftigt hier. Schnecke. So, jetzt geht's darüber. Okay, hier ist ein böser Käfer, den schießen wir ab. Das ist doch ein Nashornkäfer, oder? Ihr habt doch da Ahnung, Leute. Ich glaube, es ist ein Nashornkäfer. Okay, vielleicht schaffen wir das Level sogar noch in dem Part. So, was hier oben? Oh, da geht's lang. Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch. Nein! So, komme ich da hoch? Nein, so nicht. Aber ich habe das Gefühl, man kommt da hoch. Ne, so nicht, so nicht. Oh, jetzt kommt die Schnecke. Naja, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ach, Mist. Nee, da kommen wir nicht hoch. Oder? Wenn ich mit der Wand... So, hier. Ah, knapp, Leute. Es war knapp. Habt ihr es gesehen? Ah, ich glaube, es geht nicht. Ich glaube wirklich, es geht einfach nicht.
Vielleicht doch, aber ich geb's jetzt auf. Wie auch immer, ich geb's auf. So, wir können jetzt, wir gehen jetzt hier links lang, aber man hätte auch rechts lang gekonnt. Jetzt bin ich ein bisschen unsicher, was jetzt richtig war. Uns fehlt noch ein Topf. Ich hoffe, das war jetzt nicht der falsche Weg. Oh nein, das war der falsche Weg. Okay. Wir haben einen Topf verloren, vergessen. Den ersten, glaube ich, in all den Leveln. Naja, gut, muss auch mal sein. Okay, Leute, das war's mit diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part bei Labs World. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Leute, und ciao.